Herzlich willkommen zu einer neuen Off-Stream-Folge von der schönen Hofbergmann Mais Plus in der Beta. So, als Vorbereitung für den kommenden Stream wollen wir heute noch ein bisschen was machen. Und deshalb gucken wir mal, wie die Öffnungszeiten sind vom Eisenmarkt. 20 Uhr, ne? Oh, und wir haben ja mittlerweile hier so einiges an kurzen Brettern und dann fangen wir mal damit an, bevor wir jetzt hier unser Grasfeld Nummer 5 einmal mulchen und üben, damit wir dann auch da genau wie beim Klee, also wie bei 2 und 13 als nächstes den Kalk haben, damit wir das auch einmal fahren können, werden wir erst noch ein bisschen Holz machen. Mal gespannt, wie viel Holz da überhaupt drauf passt. Die Paletten sind doch etwas höher als Standardpaletten. Ja, wir nehmen natürlich auch noch alles mit, was hier so rumsteht. Wir stapeln das auch gleich mal hier ordentlich weg. Weil was wir jetzt stapeln, brauchen wir morgen früh nicht stapeln. Schon 3x4 gleich 12 Paletten stehen. 24 passt noch bei einem LKW, also werden wir wieder nehmen.
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob da noch eine zweite Lage drauf geht. Von der maximalen Höhe her gesehen. Das werden wir aber gleich merken. So, wer sich jetzt fragt, wie ich das eigentlich hier so mit dem Stapler mache, dass das meistens so funktioniert. Ich peile hier, hier vorne habe ich die Mitte des Staplers, in diesem Fenster, zwischen diesen beiden Gittern. Und somit fahre ich ran, schön mittig, dann schalte ich auf außen um. Da bringe ich dann die Gabel in die richtige Höhe, da hat man irgendwann so ein bisschen Gefühl für. Dann fährt man einfach runter, geht hoch und schaltet wieder nach innen. Und so macht es dann auch tatsächlich Spaß zu fahren. So kriegt man das auch hin, ohne dass einem, obwohl einem die dreidimensionale Sicht fehlt. Auch hier sehe ich wieder die Mitte, wenn ich ihn ja mittig aufgeladen habe. Bei der untersten muss man immer ein bisschen weiter abkippen, damit sie auch quasi am Boden stehen bleibt. Wichtig ist immer den Gabel ein bisschen anzuheben, weil ansonsten bleibt man hier vorne an der Kante hängen.
gefahren ist, dann hängt es auf der einen Seite über. Morgen haben wir das Sägewerk komplett leer. Jetzt ist es schon wieder komplett voll. Das Sägewerk produziert im Verhältnis zu einem anderen tatsächlich enorm schnell. Ich habe nur wieder 12 Paletten. Und die zweite Lager. Ein Joystick hilft bei diesen Arbeiten natürlich extrem. Und, ein Lenkrad auch. Naja, alles, was wir jetzt hier verladen, tatsächlich Hauptgefühl, das soll das nicht tun. Steht's ja schon hier draußen. Hoho. Ja, das sieht gut aus. Nichts nachkommen.
der neuesten Version des Autoloaders kann man auch mit dem Stapler am Autoloader vorbeifahren und nimmt einem das nicht mehr von der Gabel. War noch ein Problem, als ich erst in den letzten paar Versionen gefixt habe. Jo, oh, wir wissen es immer noch nicht, denn es ist gerade mal halb voll. Also ob noch eine Ladung drauf geht, wissen wir nicht. Geld wollen wir damit jetzt trotzdem verdienen. Kann man natürlich einfach mal hier. Moment.
Oh, ein schönes Foto hiervon. Was ich zum Beispiel auch merkwürdig finde, ist, diese Bretterpaletten sind jetzt doppelt so hoch wie die Original von Giants. Deswegen haben sie auch anstatt 1000 Liter 2000 Liter. Okay. Das verstehe ich auch bei Giants schon nicht. Jetzt haben wir diese langen Bretterpaletten, Balkenpaletten. Und naja, die sind doppelt so lang. Haben aber auch nur 1000 Liter. Warum? Müssten die dann nicht auch 2000 Liter haben? Oh, werfen wir nochmal einen Blick auf die Baustelle. Nettes kleines Gimmick. Sollte bald fertig sein. Wie schon fertig ist, müssen wir das nächste Mal Holz machen. Hm. Unwahrscheinlich. So, der Fruit hat sagt uns 165.000 Euro. Sind wir mal gespannt. Vom Holzverkauf wollen wir ja immer schön Kredit zurückzahlen. Auf geht's. Ja, 184.000. Das ist heftig. 184.000. Und die buttern wir jetzt auch direkt hier in den ältesten Kredit. Sondertilgung 100. Damit sind wir auf 90.000 runter. Das ist der Wahnsinn. Naja, aus Aufnahmesicht ist morgen wieder Stream und je nachdem kann es sein, dass wir da wieder mal zusammen entscheiden, das nächste Testgelände zu kaufen. Kommt uns ein zurückbezahlter Kredit bestimmt besser als alles andere. So, aktuell haben wir aber auch noch 113.000. Wir haben also vom Kredit vom
von der BG, vom BGA-Kauf auch noch was übrig. Steht jetzt nichts Neues, aber Retter lang dauert schon nicht mehr lange. So, das war's dann für die Folge. Danke euch fürs Reinschalten. In der nächsten Folge werden wir dann den Mulcher auspacken. Und zwar steht der theoretisch. Hier steht noch der Ernte im Weg. Hier steht der Mulcher. Für den brauchen wir 160 PS. Und den stellen wir mal ein bisschen auf Seite. Und Mulcher hier rüberkommen. So, der ist nämlich dann zu klein dafür. Wir brauchen ihn hier. Mulchen ist das, was wir dann in der nächsten Folge machen wollen. Warum mulchen? Naja, auch das erkläre ich dann in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.